Ja, eine ganze Menge Stichworte, über die ich mit Alois Berger, dem Europaexperten und Journalisten, sprechen möchte. Grüße Sie. Grüße Sie. Fangen wir mal mit Polexit an, habe ich gerade gelesen. Also steht da irgendwie ein Exit Polens aus der EU an? Ganz sicher. Es gibt in Polen keinerlei Mehrheiten, auch in der Regierung keinerlei wirkliche Anstrengung, aus der Europäischen Union rauszugehen. Die wären auch dumm. Wir werden sowieso dumm, nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern für Polen ist es enorm wichtig, einfach dabei zu sein. Für Polen war der Beitritt zur Europäischen Union die Rückkehr nach Europa, anerkannt zu sein. Und das ist nach wie vor natürlich enorm wichtig für die gesamte Bevölkerung dort, auch anerkannt zu sein als europäisches Land, das nicht nach Osten schaut, sondern nach Westen schaut und das dahin gehört. Und deshalb gibt es in Polen auch keine ernsthafte Diskussion über den Ausstieg. Was es gibt, ist eine Regierung, die autokratische Züge aufweist, die versucht, die Presse in den Griff zu nehmen und die sagt, das geht euch in Brüssel gar nichts an. Die einfach ein anderes Bild von dieser Europäischen Union hat, als wir das haben. Mhm. Aber jetzt sagt Brüssel, machen wir nicht mehr mit. Jetzt machen wir mal ernst. Dieser Streit wird jetzt ausgetragen. Ja. Dieser Streit wird jetzt ausgetragen, weil jetzt hat die Europäische Union, die haben ja lange Zeit, also die Kommission hat ja lange Zeit versucht, so ganz normal mit Verhandlungen zu sagen, wenn ihr hier nachgebt, dann können wir hier ein bisschen Kompromiss machen. Schaut mal, ihr müsst guten Willen zeigen. Ihr müsst zeigen, dass es anerkennt, was wir hier als gesamten moralisch-ethischen Raum irgendwie aufgebaut haben. Ihr müsst unsere Regeln mit anerkennen. Das hat die polnische Regierung nicht gemacht. Das liegt auch an der Grundkonstitution dieser Regierung. Das sind zum Teil religiöse Eiferer. Das sind halt Leute, die glauben ganz fest an ihre Mission und halten das, was die Europäische Union macht, für zu liberal, für falsch. Ja, und jetzt wird dieser Artikel 7 gezogen. Und da sagen manche dazu Nuklearwaffe oder Atombombe. Das ja, müssen Sie uns erklären. Den Begriff habe ich früher auch öfter mal verwandt. Das war richtig, dieser Begriff war richtig, weil es war eigentlich damit gemeint, diese Waffe ist so groß, sie wird vermutlich nie gezündet werden, weil sie ist einfach zu groß. Jetzt, wo die Europäische Kommission nicht mehr anders kann, weil Polen sich erstaunlich hartleibig auch zeigt und da überhaupt keine Kompromisse akzeptiert, jetzt müssen sie diesen Weg gehen, allein um das Gesicht zu wahren. Aber dann stimmt auch dieses Bild nicht mehr. Ab jetzt stimmt das Bild von der Nuklearwaffe nicht mehr. Wer das jetzt immer noch verwendet, hat es nicht verstanden. Das ist einfach so, da explodiert nichts. Da fliegen mal die Fetzen, aber die Fetzen fliegen auch ohne Atombombe. Also das heißt, wenn manche sagen, das sei ein stumpfes Schwert, dann würde das das besser beschreiben. Das weiß ich gar nicht mehr, ob das jetzt noch ein stumpfes Schwert ist, weil jetzt wird es erstmal gemacht. Das ist ein Vorgang, das ist ein Prozedere. Ich muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Bildern. Die sind zwar sehr nett, aber wozu soll es führen? Wozu soll es führen? Zum Stimmrechtsentzug. Man macht Druck auf Polen. Man macht erstmal Druck auf Polen, indem man auch der polnischen Bevölkerung klar macht, hier hat eure Regierung eine Grenze überschritten, das finden wir nicht mehr in Ordnung, jetzt gehen wir aufs Ganze. Das geht auch darum, einfach dieses Zeichen. Ob man dann das Zeichen zu setzen, ob man dann wirklich bei der ganzen Geschichte bis zum Ende kommt, das ist offen, weil natürlich, da gibt es einen Haufen Unklarheiten. Alle Regierungen haben immer Schwierigkeiten gehabt damit, der Europäischen Union so viel Macht zu geben, dass sie reinregieren könnte. Jeder hat immer dabei gedacht, aber ich möchte auf gar keinen Fall, dass die Europäische Kommission irgendwann Regeln durchsetzt, die gegen mich gehen. Also hat man immer gesagt, Einstimmigkeit ist notwendig. Einstimmigkeit minus dem einen Land, das halt betroffen ist. Ganz kurz noch dazu. Aber Polen ist ja ein Nettoempfänger. Und das ist ja schon ein Mittel, was man nutzen könnte, da etwas dran zu machen. Kann man oder kann man nicht? Ganz einfach nicht. Es gibt ja Verträge. Es gibt ganz feste Verträge, worauf Polen Anspruch hat, was Polen darf, was Polen nicht darf. Dieser Artikel wurde extra so eingerichtet, um dieser jetzigen Situation gerecht zu werden, um damit darauf reagieren zu können. Diese Diskussion darum, dass man Gelder streichen könnte, halte ich für ziemlich verwegen. Erstens bringt es nicht viel. Man trifft immer die Falschen dabei. Und zweitens ist es auch rechtlich nicht ganz so einfach. Da gibt es Ansprüche, man kann da natürlich nicht einfach sagen, und dann gefällt uns. Das ist wie in Deutschland, wo man sagt, wir müssen die Leute damit bestrafen, die jungen Leute damit bestrafen, mit Führerscheinentzug, wenn sie irgendwas anderes angestellt haben. Das ist nicht ganz einfach. Also kein Übergang à la carte, hat er gerade noch mal gesagt, Herr Barnier. Und dann 21 Monate, also knapp 2 Jahre. Ist das ausreichend und ist das ein Rezept, was die Briten akzeptieren können überhaupt? Ich glaube, in dem Moment haben die Briten nicht allzu viel Möglichkeiten, als es anzunehmen oder nicht anzunehmen. Ansonsten hart Brexit. Es ist auch im Interesse der Europäischen Union natürlich, das Ganze ein bisschen weich auslaufen zu lassen, weil es doch sehr, sehr viele Unklarheiten dabei gibt. Es gibt auch rechtlich einfach viele Sachen, die lassen sich ohne Übergangsfrist kaum lösen. Es geht zum Beispiel darum, dass Großbritannien natürlich als Mitgliedsland der Europäischen Union nicht Handelsverträge mit anderen Ländern aushandeln darf. Und es wäre auch fachlich sehr schwierig, das zu machen, solange nicht endgültig klar ist, wie dieser Brexit aussieht, wie dann wirklich diese einzelnen Regelungen sind. Weil es ja auch darum geht, wie kann man zum Beispiel verhindern, dass eben, was weiß ich, Hormonfleisch aus den USA über Großbritannien doch in Deutschland landet.
Das muss verhindert werden, weil wir haben das in der Europäischen Union, ist es verboten, genauso wie Chlorhühnchen oder gentechnisch veränderte Lebensmittel sind verboten. Wenn Großbritannien irgendwann auf die Idee kommt, uns stört das nicht so, wir nehmen das aus Brasilien oder USA gerne bei uns in Kauf, dann muss man natürlich damit umgehen, wie geht das, wie kann man verhindern, dass das in den Binnenmarkt eindringt. Ja. Dazu muss es Grenzen geben, dazu muss es Kontrollen geben. Das Ganze muss gelöst werden. Das kann man aber nicht lösen ohne Übergangsfrist. Weil man nur in der Übergangsfrist können die Briten ihre Handelsverträge aushandeln. Das heißt, in dieser Zeit, in dieser Übergangsfrist, läuft alles wie bisher? Wie muss man sich das denn vorstellen? Ja, so ist es vorgesehen von Michel Barnier natürlich. Wird für die Briten starker Tobak sein, weil es heißt im Grunde genommen, sie machen alles mit, akzeptieren alle Regeln der Europäischen Union, haben aber kein Mitspracherecht. Was ja auch schwer möglich ist, sonst würden sie mitsprechen bei Regeln, die sie nicht mehr betreffen, wenn sie schon draußen sind. Ja, und dann sind solche Dinge, die auch Übergangszeiten brauchen in der Wirtschaft, nehmen wir nun mal die Luftverkehrswirtschaft. Da könnte es ja schon passieren, dass dann alles am Boden bleibt, was bisher auch innereuropäisch von den Briten losgeschickt wurde. Das wird alles schwierig. Solche Dinge müssen vernünftig verhandelt werden. Reicht dafür eine Zeit jetzt bis zum Brexit-Datum und dann auch noch eine Übergangsfrist? Es ist immer zu kurz und es wird nie einfach sein, aber natürlich reicht die Zeit. Also es ist ja immer die Frage, will man damit fertig werden oder nicht? Wenn es eng wird, ganz zum Schluss, dann werden eben so Sachen verabschiedet. Es gab in der Europäischen Union auch schon sehr, sehr lange Mittagessen, weil man die Zeit nicht hatte. Eigentlich haben wir gesagt, mittags um 2 Uhr muss Schluss sein mit den Verhandlungen. Das war in der Agenda so vorgesehen. Das Mittagessen war dann protokollarisch ausgedehnt bis 2 Uhr nachts, ja. um das fertig zu machen. Das kann man natürlich auch mit anderen Fristen machen. Dass man sagen, okay, wir machen jetzt einfach mal diese Frist, die verlängern wir. Wenn alle einig sind, kann man jede Frist verlängern. Aber es ist natürlich so, dass man Fristen braucht, wenn man sonst überhaupt nicht zu Ende kommt. Aber gerade auch nicht à la carte. Also das heißt, man kann sich nicht irgendwas raus und sagen, da wollen wir noch mal und da wollen wir gar nicht. Wie kriegt das eigentlich aus Ihrer Sicht Frau May auf der Insel alles verkauft? Ja, das ist das große Rätsel natürlich, wie sie das machen will. Man hat jetzt so ein bisschen eine Kostprobe gekriegt nach der ersten Verhandlungsrunde, dass in Brüssel Sachen ausgehandelt wurden und zu Hause haben die Minister die Leute versucht oder ihre Brexiteers versucht zu beruhigen, indem sie gesagt haben, das ist alles nicht so ernst gemeint. Das ist ja, mein Gott, da kann man immer noch drüber reden. So kann man natürlich nicht verhandeln. Also, so kann man natürlich nicht verhandeln. Wenn Sachen verabschiedet sind, sind sie verabschiedet. Wenn Sachen beschlossen sind, müssen sie beschlossen sein. Wenn man sich geeinigt hat, hat man sich geeinigt. Wenn man dann jedes Mal nachkartet, wird es schwierig. Und dann hat sich das Parlament ja noch ausbedungen, mitentscheiden zu dürfen. Ich danke sehr herzlich für dieses Gespräch hier im Studio. Danke.